Hunde, die hochgrößen Buben, wenn man in der Szene sich ein bisschen umhört. Denn sie haben unglaublich viele Fans, sind fleißig unterwegs und haben musikalisch das gewisse Etwas. Offensichtlich auch, was die Spiritusgeschichten betrifft, denn ihr Schnapsbrennbohrischer hat nicht lange gebraucht, um Platz 1 in unserer Stimmungsgarten-Hitparade zu erklimmen. Dazu gratuliere ich recht herzlich und würde sagen, das ist ein Grund zum Feiern, wie wir ganz am Anfang unserer Sendung schon musikalisch präsentiert bekommen haben. Also die Hochgrößenburben, unsere neue Nummer 1 mit am Schnapsbrennbohrischen. Prosit! Das ist die Hitparade. Die Nummer 1. Folgt ganz leicht von die Bahn. Dann hab ich ja mein Fassel schon hergekriegt und die Morsch, die vergehrt und der Ring. Dann hab ich ja mein Fassel schon hergekriegt und die Morsch, die vergehrt und der Ring. Schnapsbrennbohrischer Vogelbär und ein Bier, was willst du mehr?